wissen ja, Mühldorf TV schauen ist gerade so, als wären Sie selbst dabei gewesen. Der Gesetzgeber schreibt vor der Eröffnung einer Autobahn die Durchführung einer Katastrophenschutzübung vor. Damit sollen die Feuerwehren und Hilfsdienste der Region, durch die die neue Strecke führt, mit den besonderen Herausforderungen einer Autobahn vertraut gemacht werden. Da die Verkehrsfreigabe des Autobahnabschnitts der A94 von Heldenstein bis Pastetten unmittelbar bevorsteht, war es nun Zeit für diese Übung. Kreisbrandrat Harald Lecherzuber und seine Leute hatten sich dazu ein reelles Szenario ausgedacht, das alle Dienste richtig fordern sollte. Einen Unfall mit einem Reisebus. So hatte das technische Hilfswerk schon am Vortag einen älteren Bus auf die Fahrspur von München Richtung Passau geschleppt und dort im Gemeindebereich von Rattenkirchen seitlich umgekippt. Das BRK hatte schon am frühen Morgen Mitglieder einer Pfadfindergruppe aus Dorfen ihre Verletzungen erklärt, sie geschminkt und ihnen ihr Verhalten am Unfallort beigebracht. Es war gar nicht so einfach, in den havarierten Bus erstmal reinzukommen. Die Kinder simulierten die Unfallfolgen in geradezu vorbildlicher Weise. Nach dem Alarm an die umliegenden Feuerwehren und Rettungsdienste war die Wehr aus Obertaufkirchen als erste zur Stelle. Ihr Einsatzleiter verschaffte sich gleich einen Überblick und leitete die ersten Maßnahmen ein. Also die Unfallstelle absichern und die Erstversorgung der Unfallopfer. Es zeigte sich schnell, dass ein Geisterfahrer den Unfall verursacht hatte. Den Beifahrer des Geisterfahrerautos fanden die Retter noch lebend auf der Fahrbahn. Nur mit den Schmerzen machen wir auch gleich, dann scheiße nichts mehr. Der Fahrer selbst war im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehrleute bereiteten deshalb Rettungsschere und Rettungsspreizer vor, um die eingeklemmte Person aus dem Auto zu befreien. Während immer mehr Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienste eintrafen, mussten sie sich auch mit verstörten Unfallopfern befassen. Ja, das waren schon. Und die Passagiere im Bus beruhigen, die natürlich schnellstmöglich raus wollten. Ruhig bleiben! Der Busfahrer war unter dem Bus eingeklemmt und überlebte den Unfall nicht. Dem Rettungsspreizer bot die Beifahrertür nicht viel Widerstand, sodass sie den Fahrer des Unfallautos bald bergen konnten, der den Aufprall schwer verletzt überlebt hatte. Alles unter den Augen der Kreisbrandinspektion. Inzwischen waren auf Anhängern Bühnen eingetroffen, die sie neben dem Bus aufbauten, um Zugang zu den Dachluken und zur hinteren Scheibe zu bekommen. Mit Kanthölzern und Seilen stabilisierten sie den Bus, um so eine gefahrlose Evakuierung der Unfallopfer zu ermöglichen. So konnten sie einen Passagier nach dem anderen aus dem Bus herausholen. Das BRK hatte inzwischen eine große Anzahl RTWs aus der ganzen Region an die Unfallstelle gebracht, weiter oben auf einer Brücke die Einsatzleitungen in Obertaufkirchen ein Basislager eingerichtet. Kreisgeschäftsführerin Tanja Meyer selbst machte sich ein Bild von der Arbeit ihrer Leute. Feuerwehrleute waren in den Bus hineingestiegen und bereiteten die Unfallopfer für die Evakuierung vor. So holten sie erst Kind um Kind aus dem Unfallfahrzeug und übergaben es dem BRK zur weiteren Betreuung. Später auch die erwachsenen Begleitpersonen. Gleich nebenan erhielt die kleine Marlene einen Kopfverband und eine Schiene für ihren gebrochenen Unterarm. Als sie die Rückscheibe des Busses entfernt hatten, konnten sie auch auf diesem Weg Patienten herausholen. Dann kam auch das technische Hilfswerk dazu. Autobahnpolizeistationsleiter Konrad Scheibel koordinierte die Unfallaufnahme, während sich Notärzte um die Erstversorgung kümmerten. Die Polizisten nahmen die Daten aller Unfallopfer auf und auch eventuelle Beobachtungen der Zeugen. Ein Sichtschutz sollte den Blick auf den verstorbenen Busfahrer verhindern, der erst später geborgen werden würde. Es dauerte nicht allzu lang, bis alle Passagiere aus dem Bus herausgeholt waren. Bitte sprechen Sie mit unserem Einsatzleiter Rettungsdienst bzw. Aufsichtsleiter Vorteil, dass wir kontaktiert haben. Ja, Frage. Beinbord. Dann runter, auf unsere Tragen, Führe. Die Zeit nutzte das BRK, um ein Behandlungszelt zu errichten. Marlene erhielt noch einen Zugang gelegt und konnte dann in ein Krankenhaus gebracht werden.
Während sich die Feuerwehrleute um die Jugendlichen kümmerten, verstarb nebenan der Fahrer des Unfall-PKWs. Seine Markierung änderte sich von rot auf schwarz. Die große Zahl Opfer erforderte gute Koordination der Hilfe im Zelt. Inzwischen war auch der Malteser Hilfsdienst angekommen und hatte Brotzeit und Getränke für die Helfer dabei. Kreisbrandrat Harald Lecherzuber erklärte uns, was hier gelaufen ist. Ja, wir haben jetzt einen Busunfall mit eingeklemmter Person in einem PKW gehabt. Im Bus haben wir 35 Kinder gehabt. Das war so ein Reisebusunternehmen, ein Pfadfinderausflug. Und wir haben einen Geisterfahrer gehabt, der den Bus praktisch so touchiert hat. Auf diesen ist der Bus umgestürzt und auf dem PKW drauf. Und dann haben wir praktisch gesagt, die gesamte Fahrspurung Richtung Passau durch diesen Unfall auf der A94. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Oberdorfkirchen, Schwindeck, Rattenkirchen, Heldenstein und Weidenbach. Das sind die Erstfeuerwehren, die jetzt für dieses eingeplant sind. Dann haben wir die BRK-Staffel komplett, die Kreisbahninspektion, die Bundespolizei und das Landratsamt, weil es gesagt hat, dass der Kaffall wird. Wie beurteilen Sie den Verlauf der Übung? Also der erste Eindruck ist bis dato sehr gut. Also ein paar Kleinigkeiten schleichen sich immer ein. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Übung. Jetzt haben wir noch den Abtransport der Verletzten. Das testen wir jetzt noch, wie das Ganze funktioniert, weil es ja doch 35 sind. Aber der Einsatz der Feuerwehr ist soweit also sehr gut. Die Polizei aber, glaube ich, auch sehr gut. Also im Großen und Ganzen schaut es jetzt nicht schlecht aus. Dem ersten positiven Fazit schloss sich auch das BRK an. Herr Scheibel, Unfälle mit Bussen sind besonders schlimm. Ja, hier bei diesem Busunglück im Rahmen der Übung. Ursächlich ist vorangegangene Geisterfahrt. Zwei Erwachsene, die hier in falscher Richtung unterwegs sind, die stoßen frontal mit einem entgegenkommenden Reisebus zusammen hier auf der Überholspur. Der Bus war besetzt mit 35 Insassen, davon 10 Begleitpersonen und 35 Jugendliche bzw. Kinder. Wir haben unter den Businsassen 10 Mittelschwerverletzte und 3 Schwerverletzte. Bedauerlicherweise verstirbt der Busfahrer selbst an der Unfallstelle und beide Pkw-Insassen. Von Seiten der Staatsanwaltschaft ist hier ein Unfall und ein technisches Gutachten veranlasst worden. Die Leichen sind sichergestellt. Wir sind jetzt gerade bei der Bergung des Busses. Die Übung ist fast zu Ende. Wie ist sie Ihrer Meinung nach gelaufen? Ja, die Übung, glaube ich, war für alle Beteiligten sehr gewinnbringend. Hier im Neubauabschnitt kommen ja neue Feuerwehren mit dazu. Jetzt hat auch die neue Autobahnmeisterei in Ampfing und ebenso für die Polizei. Ich denke, dass alle Beteiligten hier einen sehr positiven Eindruck mitnehmen können. Als die meisten Dienste bereits abgezogen und die Unfallopfer versorgt waren, barg das technische Hilfswerk auch den eingeklemmten Busfahrer. Dazu mussten sie den Bus mit einem Hebekisten anheben. Die leicht verletzten Unfallopfer betreute das Kriseninterventionsteam des BRK in Oberdorfkirchen auf dem Gelände eines Unternehmens. Später lud die Kreisbrandinspektion alle Beteiligten ins Feuerwehrhaus nach Heldenstein ein, wo der Malteser Hilfsdienst sie mit einer warmen Mahlzeit versorgte. Nach der gelungenen Übung steht der Verkehrsfreigabe des Autobahnabschnitts am 30. September nichts mehr entgegen. Und darauf freuen wir uns doch alle.